Internet! Willkommen heute wieder zurück zu Bult Butle mit der guten alten Isomatte. Hallo Isomatte. Was war das für eine Ansage? Cool, was ne? Was geht ab, Leute nicht... des Internets? Geil, ne? Habe ich mir nämlich eben ausgedacht. So, was hast du Bock zu bauen? Ich habe Bock irgendwie ein Lagerfeuer? Lagerfeuer, komm. Lagerfeuer ist Lagerfeuer. Cool. Ich verstehe irgendwie dieses Boot-Ding hier gar nicht so richtig. Komm, mach mal hier das Lagerfeuer, wurde gemacht. Super dube. Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auf jeden Fall super gut. Vielleicht sieht man das. Ich bin ein klitzekleines bisschen braun geworden. Ich war nämlich im Urlaub auf Hawaii. Wenn ihr es nicht gesehen habt, Leute, schaut doch einfach mal auf meinem Kanal vorbei. Da habe ich nämlich ein paar Videos gemacht. Aber darum soll es heute nicht gehen, liebe Isomatte. Du stehst bei mir einfach in der Luft rum. Nicht. Du. Nein, darum geht's heute nicht. Tut mir leid. Ich will auch nach Hawaii. Ich will auch nach Hawaii. Das war toll. Mal mit? Was machst du denn? Ach so, okay, gut. Ich dachte, du bist gerade AFK. Nee, ich bin da. Warte mal, wir nehmen jetzt hier erstmal den ganzen Krimskrams raus, bevor ich jetzt anfange hier zu brabbeln, liebe Leute. Denn das Ganze sieht so aus, dass nämlich ganz, ganz viele besondere Sachen jetzt hier in der nächsten Zeit anstehen. Isomatte, wollen wir das so machen, dass du irgendwie so eine Art Tent baust, also so ein Zelt. Und nein, wehe, du machst jetzt einfach nur Feuer dahin. Bitte. Nein. Oh Gott. Oh Gott, das ist so ein tolles Lagerfeuer, hast du hier gebaut. Wahnsinn. Easy, wir müssen uns beeilen, sonst hauen uns die Leute hier noch K.O., wenn wir das nicht machen. Du bist doch Leader hier, du kannst erstmal den Boden zu Gras machen, bevor wir hier irgendwas bauen. Okay, los, mach. Okay, Mama, ich höre mich drum. So, warte. Ja. Irgendwie ging das so, ne? So, zack. Ah, okay, perfekt. Matiko, habe ich doch toll gemacht, ne? Super, super toll. Ich werde jetzt erstmal mal ein paar Bäume hier pflanzen. Warte mal, Bone Meal nehmen wir jetzt hier. Und zwar, meine Damen und Herren, stehen nämlich in der nächsten Zeit mega, mega coole Projekte an. Beziehungsweise ein ganz, ganz großes Projekt. Nämlich, haben es vielleicht der ein oder andere mitbekommen. Es ist irgendwie ein bisschen dumm, dass Roman nicht dabei ist. Aber Roman hat nämlich gesagt, dass er gerade keine Zeit hat, ne? Das Ganze sieht nämlich so aus, liebe Leute, dass ich ja vorhabe, mit dem guten alten Roman Romanski zusammenzuziehen. Hast du es eigentlich mitbekommen, Izzy? Natürlich. Oh, das ist ja sehr interessant, ne? Das Ganze wird nämlich dann so ablaufen, dass wir viel, viel mehr Real-Life-Videos jetzt hier produzieren werden oder sowas im Jahr 2018. Also ich hoffe es mal zumindest, ne? Geplant, wir haben nämlich einen Tag geplant, in dem wir dann immer ein Real-Life-Video hochladen. Da werde ich mich mit Roman natürlich nochmal ein bisschen genauer auseinandersetzen und dann mal schauen, was wir da an was für einem Tag wir das genau hochladen, Leute. Das bedeutet, das wird auf Roman seinem Kanal gewöhnlich diese zwei Trottel-Videos da geben, also wie zum Beispiel Süßigkeiten probieren oder keine Ahnung was, was uns halt so einfällt für einen Krimskrams. Ich habe mir auf jeden Fall hier schon mal wunderschöne Sachen auf meinem Handy aufgeschrieben, Leute. Hier nehme ich auf meinem wunderschönen Handy. Übrigens, Leute, hier die Oder-So-Hülle am Start hier. Link in der Videobeschreibung. Ein bisschen Werbung nochmal reingehauen. Was für eine Hülle? Von einem Handy? Ich habe eine eigene Handyhülle, ja. Voll cool, ne? Cool. Ja. Mega cool. Genau, wie gesagt, Leute, also es wird auf jeden Fall bei mir dann auch regelmäßig Real-Life-Videos geben und sowas. Wer da drauf Bock hat, kann das mal gerne in die Videobeschreibung, in die Kommentare reinhauen. Ja, ich habe auf jeden Fall mega Bock da drauf, hier ein bisschen mehr Real-Life-Kram zu machen und sonstiges, ja. Das wird natürlich auch ein bisschen einfacher, weil Roman und ich wohnen ja dann sozusagen zusammen und sowas und dann können wir uns gegenseitig immer anstochern und so weiter und so fort. Oh, jetzt im Prinzip. Was ich halt sau cool finde, im Prinzip können wir halt alles machen, weißt du? Wir können halt wirklich alles machen. Ich habe mir überlegt, dass wir so falsch im Springen gehen oder keine Ahnung, so ein Krimskrams halt einfach machen oder sowas. Also das steht natürlich jetzt noch nicht fest. Ja, das will ich jetzt, jetzt hier keinem irgendwie falsche Hoffnungen machen oder sowas, aber das ist halt schon, das wäre schon eine fresche Idee, ne, wenn wir das irgendwie machen würden, so falsch im Springen oder sowas. Das wäre schon ganz cool. Und warte mal, ich kann mal eigentlich gerade rüberschauen bei den anderen, bevor ich jetzt hier weiterrede, Leute. Lol. Oha, guck mal, wir können hier drüben bei den anderen uns hier ein bisschen was abkupfern. Also die haben ein großes Lagerfeuer gebaut, aber die bauen auch gerade ein Dings. Die bauen auch ein Zelt. Die bauen auch ein Zelt. Aber das ist ganz süß, was du hier gemacht hast, muss ich sagen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Mit den Bäumen noch dazu und sowas. Können wir hier nicht irgendwie auch noch die Daytime ändern oder sowas? War das nicht hier? Ja, Plot-Time. Dann machen wir jetzt hier mal Timeset, warte mal, 3 Uhr nachts. Guck mal, das sieht doch toll aus, gell? Das sieht toll aus. Was du hier gerade so die Bäume vielleicht? Glowstone in die Bäume? Ja. Okay, können wir. Weißt du, wie ich das meine? Oh, vielleicht können wir. Nee, ich habe eine bessere Idee. Warte mal. Und zwar nehmen wir jetzt hier mal Fences so dazu. Warte mal, das ist, glaube ich, noch eine ganz gute Idee. Wenn wir jetzt hier Fences machen. Oh ja, das ist eine richtig gute Idee. Guck mal, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Dann können wir das eigentlich ganz entspannt hier angehen. 3 Minuten haben wir nämlich noch. Also, was willst du denn machen? Ich werde hier einen Weg bauen. Ja. Weißt du? So einen Pfad. Ja, sehr schön. Der wird dann hier so hinführen. So, guck mal. Ja. Zack, 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 zack. Du, einem Lebkuchenhaus von der Hexe, richtig? Was? Was laberst du? Nein, kein Lebkuchenhaus. Nein, ich weiß nicht, was für eine Fantasie. Easy, du bist ja Hänsel und Gretel und so, weißt du? Krenzel und Hetel, noch nie gehört. Das ist cool. Krenzel und Hetel. Krenzel und Hetel, ja. Warte, schau mal hier so.
Können wir das hier so machen, das hier so machen, das hier so, so, so. Ich hätte eigentlich ein Lagerfeuer gemacht, was so nicht so, so, ne? Nicht so, wie du das jetzt gemacht hast, sondern sehr innovativ mit so richtig großen Flammen aus Wool. Happy Birthday to you. Bei uns macht man das so, weißt du? Wenn man genießt, wenn man niest oder sowas, dann wünscht man demjenigen einfach ein frohe Weihnachten. Ja. Echt? Oh, cool. Ja. Super toll, ne? Ja. Guck mal, so, zack. Das sieht doch auch ganz gut aus hier. Wie gesagt, Leute, also es wird auf jeden Fall in der kommenden Zeit auf jeden Fall ganz, ganz viele coole Projekte geben. Ich habe mir überlegt, ein neues Singleplayer-Projekt zu starten in einem Hardcore-Modus. Ja, ich bin ja so dieser Hardcore-Typ. Ja, ich werde natürlich total vermasseln. Ich werde natürlich direkt beim ersten Mal sterben. Ja, ich habe mir dann nämlich auch ein paar coole Sachen überlegt, wie zum Beispiel sowas wie, dass ich 5 Leben habe oder sowas oder 3 Leben und dass ich dann, wenn ich sterbe oder sowas, dass dann halt mein Leben abgezockt wird und dass ich dann halt tot bin. Oh. Toll, ne? Das war super. Da gibt's auf jeden Fall, also so, das ist jetzt mal grob die Idee oder sowas, Leute. Aber wenn ihr den Kanal abonniert habt oder sowas und Bock darauf habt, auf eine coole Hardcore-Serie oder sowas in der nächsten Zeit und ein paar neue Streams und sowas, weil wenn ich in die neue Wohnung eingezogen bin, werde ich natürlich auch öfter streamen können, weil ich dann auch besseres Internet habe endlich und sowas, ne? Also ihr könnt euch da auf jeden Fall schon mal auf was Cooles gefasst machen, Leute. Ich freue mich da auf, für meinen Teil auf jeden Fall schon mal mega drauf hier auf das Ganze. Und ja, ich glaube mal, das Ganze wird hier ziemlich, ziemlich cool. Hardcore-Serie, neue Streams, Real-Life-Videos und sowas. Das ist schon ziemlich fetzig, muss ich sagen, ne? Ziemlich fetzig hier das Ganze. So, ich hau hier nochmal, glaube ich. Guck mal, das ist so der Weg. Siehst du das? Das sind so Laternen oder beziehungsweise sind das so, das sollen so, ja doch, Laternen kann man das eigentlich auch schon nennen, ne? Ja, das sind so Laternen, die dann hier so den Weg hier so und dann, wenn du rückwärts einpackst, sieht das super toll aus und sowas, ne? Ist auf jeden Fall schon mal eine ganz tolle Geschichte hier, das Ganze. Mhm. Gefällt mir. Super toll. Vielleicht können wir hier ganz drumherum nochmal hier das Ganze machen. So, guck mal. Wir haben ja noch 41 Sekunden Zeit hier. Wie sieht's bei dir aus? Also, bist du ready to gaddy? Mittelmäßig. Ready Spaghetti. So. Nee, noch nicht ganz. So, machen wir das hier mal so zu. Ja, doch. Ich bin schon eigentlich recht zufrieden damit. Dann haben wir hier nochmal so einen Fußweg. Ja, ja, guck mal, so einen Fußweg drumrum. So, damit das Ganze halt nochmal so ein bisschen abgerundeter wirkt. So auf die Augen. Wisst ihr, Leute? Auf die Augen. Tut mir leid. Manchmal drehe ich ein bisschen durch. Super. Okay, 10 Sekunden Zeit. Hier hast du noch die Rüstungsständer. Die küssen sich hier, ne? Die reden nur miteinander. Ach so, ich dachte, die wollen, jetzt, die wollen sich jetzt hier küssen und dann so romantisch am Lagerfeuer oder sowas. Nee. Okay, dann vielleicht nicht. Vielleicht schon, ich weiß nicht, ist mir egal. Okay, gucken wir mal, was jetzt hier... Guck, so habe ich das nämlich auch überlegt, so ein bisschen so dieses Feuer so ein bisschen zu bauen. Ja gut, das kriegt ein Okay eigentlich. Also hässlich ist es nicht, schön. Aber schön ist es jetzt auch nicht. Das ist doch null Stimmung, weißt du, da war nicht mal irgendwie Gras auf dem Boden. Na, das sieht auch nicht schlecht aus, das kriegt auch ein Okay, würde ich sagen. Aufbauen, guck mal, das ist einfach Dings, oh, ich brenne. Guck mal, da sind einfach so Donnerblitze oben drüber, weißt du, das ist hier Pikachu gewesen. Oha. Oh, ne. 2 Lagerfeuer. Ja doch, das kriegt ein Gurt, würde ich sagen. Das sind 2 Lagerfeuer, das ist eigentlich ganz cool. Da ist so ein dicker Baumstamm, da kann man sich auch draufsetzen mit seinem Bobbes. So. Das sieht auch das nice aus. Das finde ich nicht schlecht, ja. Das kriegt von mir auch ein Gurt auf jeden Fall. Ja. Ist wunderschön, muss ich sagen. Super toll. Aber es ist noch nichts Schlechtes gekommen, ne? Also so, das Beste. Das ist ja der Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ich bin jetzt mal gespannt, ob die Leute wirklich gut voten. Ich habe nämlich gerade einen gesehen, der hatte einen Dings in der Hand. Ein Legendary. Legendary hatte da jemand in der Hand. Ich hoffe mal, dass das auch wirklich so legendary ist, wie ich mir das vorstelle. Oh mein Gott, ich darf nicht vergessen zu voten. Ist nicht toll, oder? Na, nee. Was soll das denn sein hier? Dass der da versucht irgendwie so... Was soll da stehen? Ohoi. Ohoi. Ohoi hat er geschrieben einfach. Oh, nee, das sieht ganz gut aus eigentlich. Ja, kriegt ein Gurt, Leute. Heute sind wir mal richtig fair hier. Heute machen wir mal ein gutes Spiel. Heute sind wir mega fair. Was? Ich dachte gerade, der hat da was anderes in der Hand für eine Sekunde. Dieser Typ guckt dir mal die Augen an. LOL. Das habe ich gar nicht gesehen. Oh mein Gott, hier schneit es. Was machen die hier? Soll das ein Würstchen sein? Ich glaube, es soll ein Würstchen sein hier oben drüber. Komm, das kriegt ein Ock. Ja, es ist in Ordnung. Ock. Ock, 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 ock. Ah. Ne? Was soll ich sagen? Ist schönes jetzt, Holzzelt hier, ne? Hast du ist gesehen? Ist ein Poop, würde ich sagen. Ist ein Poop. Ja. Ist ein Poop. Okay. Was? Wie viel Platz sind wir geworden? Dritter. Wir sind dritter aber Platz ganz geworden. Knapp nur 3 Punkte am ersten vorbei. Ja, okay, gut. Das ist schon echt nicht schlecht gewesen, muss ich sagen. Ja. Das war schon echt wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. Okay. Ich würde sagen, liebe Leute, wir haben den dritten Platz auf jeden Fall geholt. Wenn ihr Bock auf mehr Build Battle habt oder sowas, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Vielleicht schaffen wir es sogar in der nächsten Runde zu gewinnen. Wir sind jetzt dritter geworden, dritter Platz. Wir sind die Sieger der Herzen, würde ich sagen. Und ich würde mal sagen, das war's von mir heute. Izzy, willst du noch ein paar abschließende Worte sagen? Astralla. Alles klar, vielen Dank. Okay, tschüss. Ciao.